Sehr geehrte Wargamer, Hardcore-Strategen und solche, die es vielleicht noch werden wollen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Combat Mission Final Blitzkrieg gegen den Headbreaker. Wir sind hier bei unserem M18 Hellcat. Da habe ich momentan am meisten Angst davor, dass mir die Artillerie einen Strich durch die Rechnung macht. Es fällt keine Artillerie mehr. Kann das sein? Doch, da oben ist noch irgendwas eingeschlagen. Ui, da brauche ich aber lange im Rückwärtsgang. Vorwärts ist er schneller. Schauen wir, wie weit wir diese Runde noch kommen. Wäre wahrscheinlich besser gewesen, ich hätte es so getimt, dass er die Runde noch nicht an der Hügelspitze auftaucht. Einfach, dass ich den Headbreaker quasi überrasche damit. Oh, von links. Da kommt die nächste Artillerie. Okay. Sah ja schon mal einigermaßen zufriedenstellend aus. Wir springen jetzt gleich rüber, da habe ich aus dem Augenwinkel was wahrgenommen. Und zwar hier. Bei Sergeant Jost. Drüben fährt irgendwo ein SD-Kfz. Sergeant Jost heißt... Keinen Sicht. Moment, da ist der Panther. Wer kann den sehen? Die Jungs hier oben. Was macht der? Bewegt er sich? Das ist der Panther, den ich vorhin schon... Jetzt Moment mal, welcher Panther ist es? Ich hatte doch in der fünften Runde einen ausgeschaltet. Ungefähr in dieser Position. Die sind ausgestiegen. War der vielleicht gar nicht kaputt? Ich glaube, das ist der zweite Panther. Ja, zumindest hoffe ich das. Habe ich von hier Sicht auf den? Ja, er müsste ihn sehen können. Bin ich gespannt. Wo ist er? Er sieht ihn noch nicht. Jetzt Moment. Jetzt sehe ich hier zwei Panther. Eigentlich gedacht, dass einer von den beiden ausgeschaltet war. Also, shit. Ein Panther, da ist die Crew ausgestiegen, das habe ich gesehen. Das müsste dann der hier gewesen sein. Allerdings ist die Luke wieder zu. Ui, das gefällt mir überhaupt nicht. Wo ist denn jetzt mein M10? M18. Stehe ich auch noch ungünstig da. Zweite Panther ist wieder verschwunden. Ich hoffe noch, jetzt hat er uns gesehen. Schuss ging drüber. Jetzt hat er ihn entdeckt. Treffer, hat nicht viel ausgemacht. Ich habe auch keine, wir können mal gucken, was haben wir an Munition noch dabei. Armor Piercing noch 24, allerdings ist die kaum in der Lage, die Panzerung von dem Panther zu durchschlagen. Jawohl. Gott sei Dank. Vielleicht eine Schwachstelle erwischt. Wurde eingeschlagen. Hier oben. Ah, ich komme da nicht durch. Ja. Hier oben. Weapon Mount Penetration. Da bringt es mir nicht viel. Das heißt, ich bin hier in einer sehr, sehr schlechten Position. Das könnte es für unseren Hellcat gewesen sein. Da ging der zweite Schuss drüber. Ging aber knapp drüber.
Schauen wir uns nochmal an, mit den Punkt erwischen. 6, 5. Da können wir es sehen, wie knapp das oben drüber ging. Puh. Da ist unser Geschoss. Nervenaufreibend. Nächste Runde. Die nächste Runde wird der Schuss wohl sitzen. Das heißt, es wird mit meiner M10 gewesen sein. M18 allerdings, das muss ich gucken. Vielleicht komme ich ja von hierher auch. Ja. Mein Fahrzeug ist jetzt immerhin in der Nähe. Gut, schauen wir weiter, wie es hier bei den Resten von der Able Company läuft. Heute 20 mm wieder irgendwo. Sollen wir gleich mal gucken, wo die hingeschossen hat. Jetzt bin ich endlich mal im Wald angekommen. Das ist einigermaßen ruhig. Schauen wir mal drüben. Beim 3rd Platoon. Ich frage mich langsam ein bisschen, ob das meine eigene Artillerie ist, die da fällt. Würde mich jetzt aber wundern. Bei 57,36 schießt die 20 mm Flak. Headbreaker verlagert hier irgendwie. Schauen wir uns das meine Gesamtübersicht an. Hier drüben wissen wir jetzt, was los ist. Dass der zweite Panther übrigens die Luke zu hat, gefällt mir auch nicht wirklich. Aber er hat nicht geschossen, er hat sich auch nicht bewegt. Also irgendwas ist auf alle Fälle nicht in Ordnung. Schauen wir mal, wer die hier sehen kann. Hier drüben. Die hin. Bin hier gerade auch vollkommen entgangen. Was ist hier passiert? mm.
Okay, haben wir hier noch Bewegung im Wald? Schauen wir uns mal an. Ein... Ah, jetzt hier. Schauen wir da mal hin. Gut, alles rück an der Ecke. Jetzt schauen wir uns an, wie es bei der Charlie Company läuft. Schauen wir mal, ob unsere Mörser hier was ausrichten können. Das ist zwar bis zu 60er. Jetzt kommen schon, jetzt haut die Munition raus. Hier Artillerie. So. Das war der erste Einschlag von unserem 60er. Liegt nicht schlecht da. Schauen wir gleich mal, was hier eigentlich passiert ist. Artillerieeinschlag da drüben. Boah. Der saß aber auch gut. Es sind immer noch Spotting Rounds hier wahrscheinlich bei ihm. Hatten wir als Ziel hier eigentlich? Jetzt fallen die auch. Tja, nächste Runde hoffen wir mal, dass hier die Einschläge dann auch wirklich kommen. Beim Headbreaker fliegen auf alle Fälle jetzt die schweren Kaliber. Gut. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Schauen wir uns nochmal den Zug in der Gesamtheit an. Nicht, dass uns da irgendwas verborgen bleibt. Ich denke mal, ich werde jetzt am Hügel auch eine kleine Pause machen. Jetzt gar nicht mehr aggressiv hier mit meinem weiteren Platoon von der Bravo Company erstmal vorrücken. Ich gehe davon aus, dass jetzt gleich nochmal ein Artillerieschlag kommen wird. Den hat es leicht erwischt. Casualty, zum Glück niemand Wichtiges. Wie zwei Frachtzüge, die da anrauschen. Okay. Gut. Schlecht. Ich meine, das Ziel ist klar. Frage ist, was passiert hier mit dem Fahrzeug? Hoffentlich haben sie einen kleinen Schock bekommen. Ich kann momentan nicht mehr viel machen hier mit dem M18. Ich schaue mir das jetzt mal an, wie gut der den hier überhaupt sehen kann. Ja, der steht schon
hervorragend eigentlich. Aber mit dem nächsten Treffer müsste es eigentlich haben. Jetzt ist die Frage, wer lädt schneller nach? Und komme ich hier weg? Die Frage ist auch, ob ich hier überhaupt wegkomme. Gut. Ich denke mal, wir werden jetzt das Feuer doch Target Arc. Die sollen anfangen zu feuern, wenn die die Straße erreichen. Er muss zwar davon ausgehen, dass ich hier irgendwo bin, aber ich glaube nicht, dass er momentan eine Ahnung hat, wo ich wirklich bin. So, was macht die Artillerie? Spotting. Kann ich von hier überhaupt noch was sehen? Schlecht. Wahrscheinlich ist hier auch keine Infanterie mehr. Wisst ihr was? Ich mach mal Adjust Fire Mission, Linear Target. Wird angepasst. Ich sollte mich mit dem M18 jetzt natürlich um... Das heißt, von hier. Wie komme ich da am schnellsten hin? Mal im Rückwärtsgang. Und mit dem Handbefehl hier vorne. Schauen wir mal. Also kleiner Trick für euch beziehungsweise ein Hinweis: Wenn ihr ungefähr sehen wollt und nachschauen wollt, ab welcher Position hier Panzer was sehen können, begebt euch mit einmal Mausrad nach oben ungefähr in die in die Höhe, wo eure Männer auch was sehen können. Seht ihr es jetzt hier ungefähr auf der Höhe? Und dann schaue ich mir das jetzt hier so an. Seht ihr? Das wäre jetzt Bodenhöhe. Jetzt sind wir in der Höhe, wo unser Gunner sitzt. Das heißt ungefähr hier kann er noch nichts sehen. Hier kann er noch nichts sehen, das heißt, ich kann mich bis dahin schnell bewegen. Ich wähle jetzt hier so quasi aus. Moment, vielleicht. Ja, da ist keine gute Position. Von hier muss ich kommen. So, einen nach oben. Bis hier bin ich safe. Gut. Mal das Fahrzeug da auswählen. Dann lege ich mir den Punkt da jetzt hin. Und zwar genau hier. Bis dahin bin ich safe. Und ab hier soll er dann im Prinzip anfangen, mit dem Handbefehl nach vorne zu kriechen. Ist jetzt immer nicht ganz so weit. Ab hier sollt ihr ihn eigentlich schon sehen. Ja, liegt er gut.
lasse ihn jetzt auch hier die Hatch aufmachen. Und jetzt obwohl er rückwärts natürlich jetzt schnell war, aber ich muss in den Winkel dahin kommen, der vorteilhaft ist für mich. Finde ich übrigens gut, dass man nachträglich die Waypoints verlegen kann. Ist ja nicht in jedem Spiel so. So, jetzt möchte ich nochmal überprüfen von dem Punkt hier. Und ja, da brauche ich jetzt relativ lange. Denn das ist auch eine wichtige Sache. Und jetzt vorwärts. Ja, alles klar. Kann ruhig noch ein Stückchen weiter nach vorne gehen. Dann machen wir die Luke auf. Besser sehen können. Ist zwar auch wieder gefährlich. Wir setzen den Target Armor Arc auch mal ein bisschen anders. Und tatsächlich ab hier machen wir einen sehr, sehr engen Bereich. Dann hoffen wir mal, dass uns hier das SD-Kfz mit der Flak nicht von der Seite kommt. Aber ich muss mich jetzt um diesen Panther kümmern. Pop Smoke. Mal gucken, ob es noch geht. Aber ich habe auch schon Rauch geschmissen. So, was haben wir jetzt hier drüben für Infanterie? Hier sind mir gerade die Hände gebunden. Hier kann ich nicht allzu viel machen. Wenn ich mich jetzt hier hektisch bewegen sollte, bringt mir das nichts. Die Frage ist, ob ich hier wirklich... Wo war es denn? Das MG, die Mörser hier. Ob ich hier wirklich so viel Munition raushauen sollte. Aber ja. Wahrscheinlich nicht verkehrt. Da ist er. Ja, sag mal, dass ich jetzt einmal den richtigen da erwische. Weiter nach rechts. Ja. So machen wir das. Dann mit dem Mörser kann ich hier auch noch irgendwas machen. Nee, komme ich nicht hin. Und der Mörser ist ja bereits schon am Feuern. Okay. Ja, mit allem, was ich mich jetzt hier bewege, die Artillerie kann jetzt hier jeden Moment runterkommen. Bewegung vom Gegner sehe ich momentan noch nicht großartig. Gehen wir mal mit denen in Deckung. Und hier ebenfalls alle in Deckung gehen. Ah ja, jetzt rückt hier die Infanterie langsam vor. Das läuft tatsächlich auch schon. Der Kommandant eigentlich, der ist gestorben, ja. Ich hab
Verplatoon. Ja. Verplatoon ist außer Gefecht gesetzt. Gucken wir doch mal, ob die C-Company. Die C-Company ist eigentlich zu weit weg. Aber ich brauche die drüben auf der anderen Flanke. Legen wir die mal darüber. Als moralische Unterstützung. Hier werden wir noch nicht feuern. Könnte ich zwar jetzt auch schon in den Wald, aber ich möchte meine Stellungen hier nicht preisgeben. Beziehungsweise möchte er diesen Hinterhalt auch legen. Und die verharren nach wie vor in Ruhe hier. Checkt man die jetzt mal hier ab, ob da schon irgendwie das Suppression Meter ist hier unten, ob die schon unter Feuer liegen. Aber offensichtlich nicht. Gut, Feuermission ist ja innerhalb von 2 Minuten da. Unsere Trucks. Ist da was? Die Trucks fahre ich jetzt erstmal in Sicherheit. Und Sicherheit bedeutet eher hier unten. Ja. Da können die Kameraden auch schon aussteigen. Das hier aus, können die da unter Feuer kommen? Nee. Da ist es gut, da können sie nicht unter Feuer geraten aus dem Wald. Dann das zweite Fahrzeug. Ist ebenfalls unterwegs. Das werden wir jetzt mal hier. Wie sieht denn das hier aus? Hier muss ich aufpassen. Ja, bis hierher ungefähr. Gut, aussteigen. Hier sammeln. Den Dismount-Befehl, also den Absitzen-Befehl, den führen die auch tatsächlich erst dann aus, wenn das Fahrzeug steht. Da muss man sich keine Sorgen machen. 12 Mann. Mensch, wieso dauert denn das so lange, bis die hier einsteigen? Die sind gerade beim Einsteigen. Ist auch schon einer tot. 12 Mann sind 11 Mann. In den Truck mit 20 Plätzen. 11, 9 passen noch rein. 3 passen noch 6 rein. Teams. 1, 2, 3, 4, 5. Gut. Und der zweite Truck ist auch schon gleich da. Die dürfen jetzt einmal in das Fahrzeug einsteigen. Und dann ist die Frage, ob wir noch Maschinengewehre mitnehmen. Das wäre wahrscheinlich nicht verkehrt. Wie die Machine Gun. Bravo Company. Mann geht da jetzt rein. 12, 15, 19. Ja, 19. Einer passt noch rein, da haben wir keinen Platz mehr. Aber wir könnten mal das Fahrzeug jetzt hier auch. Gut. Central Hill. Ja, da ist tatsächlich jetzt die große Frage. Ist es eine Falle? Lockt er mich jetzt hier rein und der Artillerieangriff ist dann noch viel stärker? Oder nicht? Ich denke mal, ich sollte hier eher langsam vorwärts gehen. Kann ich von hier auf den Berg feuern? Ja, zumindest teilweise. Der Mörser, oh, der ist, ob es noch einen Mann gab. Ob der die Waffe überhaupt noch aufbauen kann, hier den Mörser, ist mehr als fraglich.
nochmal die Mortis-Action dazu. Dann muss ich hier gucken, dass ich die Männer wieder irgendwie zurückbekomme. Viel ist es ja eh nicht mehr. Gegen 20 mm kann man gerade nichts ausrichten. Da müssen wir uns jetzt hier ein bisschen bedeckt halten. Schauen wir mal, dass wir irgendeine Stellung finden, wo die vielleicht nicht so unter Feuer kommen. Tendenziell eher hier oben. Das war's dann auch schon wieder für diese Runde. Viel mehr bleibt mir, glaube ich, gerade nicht übrig. Ah, wir brauchen hier noch... Wir brauchen hier noch Munition. Kann ich mit denen hier eigentlich... Munition... Nee, kann ich nicht. Kann keine Munition aufnehmen. So ein Mist, dass die Munition hier in dem LKW, in dem Jeep drin ist. Dismounted. Das ist tatsächlich die Frage, wo noch Munition ist. Hier ist gar keine Munition an Bord. Dismount. Die haben auch nur noch 4. Und die ebenfalls. Ja, ich habe jetzt hier Munitionsmangel, vor allem weil mir dieses Fahrzeug hier feststeckt. So ein Mist. Ins Fahrzeug einsteigen lassen, was das Fans war, aber ich glaube, das war Maschinengewehr. Wie komme ich jetzt an Munition ran? Munition müsste hier in dem Fahrzeug sein. Wir schauen auch gleich mal nach, was da für Munition drin ist. Ärgerlich. In den Fahrzeugen war... keine Munition mehr. Aber ein Mercer-Team. Das lassen wir jetzt mal genau da, wo es ist. Da kann ich immer noch schauen. Wobei, die Jungs hier, die brauche ich schon irgendwo, wo ich Sicht habe auf... ja, etwa hier in dem Bereich. Gut, mehr mache ich jetzt hier gar nicht. Ich muss jetzt erstmal abwarten, was die Runden passiert. Dann hoffe ich, dass hier drüben meinem Hellcat nichts passiert und mein zweiter Hellcat da gut zur Geltung kommt. Und hier drüben muss ich jetzt einfach mal abwarten, was der Headbreaker denn hier eigentlich so vorhat. Ich hoffe hier auch auf ein bisschen Glück meiner Mercer. Das 42er MG. Da schauen wir auch mal, was da los ist. So ein kleiner Mörser wäre jetzt hier auch nicht so verkehrt, gell? Habe ich keine Sicht. Seh mal. Ich würde sagen, schickt den Zug ab. Ich freue mich auf nächste Runde, ihr hoffentlich auch. Und müssen wir mal gucken. Also momentan, glaube ich, ergibt sich kein großer Sinn, irgendwelche Pläne noch auszupacken. Der Plan steht nach wie vor wie fast am Anfang fest. Wenn es mal größere Änderungen geben sollte, dann packt man natürlich den Kartenmodus wieder aus und schauen mal. Momentan ist aber die Lage klar. C-Kompanie hier auf dem rechten Flügel. In der Mitte kämpften momentan, tja, man kann fast sagen, fast nur noch die B-Kompanie, die eigentlich auch als Reserve gedacht war, aber jetzt schon reingeworfen wird. Momentan habe ich in Reserve noch ein Platoon von der B-Kompanie und ein Platoon von der Charlie-Kompanie. Ja. Und ein weiteres Platoon von der Able Company, Alpha Company, ist hier auf der linken Flanke noch unbehelligt. Mal schauen, wo uns das hinführt.
Und dann schicke ich den Zug ab. Und euch wünsche ich gute taktische, operative und natürlich auch strategische Entscheidungen auf all euren Schlachtfeldern und drückt mir die Daumen und natürlich drückt auch dem Headbreaker die Daumen. Beiden irgendwie. Ich glaube, wir beide haben großen Spaß und ihr auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, pfiat's euch, servus.